Es ist das Treffen der österreichischen Didgeridoo-Szene, das jedes Jahr unzählige Besucher aus ganz Europa nach Bruck an der Mur lockt. Das Original Austria Didgeridoo Festival fand heuer bereits zum 9. Mal statt und ging erstmals nicht am Schlossberg, sondern im Eisstadion auf der Brucker Murinsel über die Bühne. Abseits der Bühne wurde den Ditch-Fans am Festivalgelände so einiges geboten. Neben diversen Verkaufsständen konnten sich die Besucher selbst im Didgeridoo-Blasen versuchen oder den rhythmischen Klängen einer Trommelgruppe lauschen. Organisator Christian Bergemann hat mit seinem Team auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches und hochwertiges Programm auf die Beine gestellt. Wir haben erstmals weibliche Stimmuntermalung mit dabei und es ist eine kroatische Band, Druid nennt sie die. Das sind so, selbst sie bezeichnen sich als Zauberer, die mit ihrem hohlen Stab, das heißt dem Stab des Didgeridoos, die Besucher in andere Sphären bringen werden. Und danach ist die Band Weltraum, die eine reine Improvisationsband ist. Das haben wir auch noch nie gehabt in dieser Form. Und sie werden das Programm gestalten. Ganz frei nach der alten 70er-Tradition, so Kraut und Rüben, aber sie machen so sphärische Musik und werden die Besucher wirklich in den Weltraum bringen, so wie auch heuer das Thema ist. Weltraum aus Deutschland und wir sind froh, in Österreich sein zu dürfen und werden gleich unser Bestes geben und hoffen, dass die Leute tanzen und chillen können und alles, was das Herz begehrt. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Didgeridoo Festival weiterhin. Es ist toll, hier zu sein. Ja, sehr. Das 9. Austria Didgeridoo Festival in Bruck an der Mur. Eine Klangreise um die Welt. Chillig, transig und vor allem wunderbar tanzbar. Kultur an der Mur. Die Stadt Bruck an der Mur.